Hallo und herzlich willkommen zu einer fröhlichen Runde Subnautica. Ja, wie immer sind wir hier unten unter Wasser, wo auch sonst, heißt der Subnautica. Und wir sind in der Höhle und wollen weiter. Wollte ich gerade raus? Warum? Achso, ich hatte die Skelette gesucht. Ja. Wir machen mal weiter hier. Wir gehen mal weiter hier. Maschine an. Powering up. Auf geht das. So, mittlerer Speed ist okay. Wir können ja hier unten manövrieren wie die Könige. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob wir hier auch damals hergekommen sind. Also vor so und so viel Folgen. Das ist hier... Nee, ich bin wieder hinten am Hängen. Oder ob wir einen anderen Weg gekommen sind. Ich weiß das nicht mehr. So, jetzt müssten, ich glaube so ab 1000 Meter oder so, müssten die Lavaströme wieder losgehen. Ja doch, ich glaube, wir sind von hier gekommen. Ich kann mich nämlich daran erinnern, dass wir hier standen und ihn da gesehen haben. Jetzt, wo geht's jetzt runter, ist noch die Frage. Der attackt uns hier, ne? Ich muss jetzt mal gerade raus. Hier ist. Der olle Lappen. Heute ein Rand! Lass mein Schiff in Ruhe! Dir geht's ja wohl zu gut hier! Habe ich den gescannt eigentlich? Sieht's aus. Alter, bist du läppsch, ey. Du machst ja im Vergleich zu dem Seedrachen fast überhaupt keinen Damage. Läppscher Typ! Aber auch den habe ich offensichtlich schon gescannt. Ich dachte, da gäbe es verschiedene von. Und vielleicht ist das ein Ausgewachsener. Ich weiß es nicht. Läppscher Bastard. Wo ist das Schiff jetzt so weit? Hall? Ne, da oben ist noch eins. So. Nicht, dass uns der Rolf hier baden geht, liebe Freunde. Baden geht. 800 Meter unter Wasser. Sagt der baden geht. Aber erstmal, Leute, ernsthaft, ich dachte, hier geht's runter. Halt doch mal das Maul jetzt! Jetzt hier runter? Ah, hier kommen wir doch. Hier kommen wir doch wieder in die Region. Aber ich muss mich drehen, habe ich das Gefühl. Oder auch nicht.
jetzt in dem Gang nochmal parken. Will ich nochmal reparieren. Das ist schon der Gang, wo wir waren, oder? Und dann einfach geradeaus. Ja, doch, das wird er sein. Naja, kommt mir bekannt vor hier. Gut. Engine powering down. Okay. Gehen wir nochmal gerade reparieren. Ist eine Lecke. Wie oft hat er reingebissen? Zweimal oder einmal? Lava-Larven sehe ich derzeit auch nicht. Irgendwo in unserem Schiff. Okay, dann bewaffnen wir uns jetzt gerade mal für unseren Ausflug. Nehmen genug Zeug mit, machen uns nochmal voll. Und dann würde ich sagen, wir. Da ist eine dran. Oh Gott. Ja, egal, machen wir gleich weg. Ich nehme mal so eine Tafel hier mit. Nehme eine volle Batterie mit. Ja, eine Signalboje nehmen wir mit. Dann mehr Wasser. Mehr Essen. Und dann essen wir gerade selber auch noch mal was. Ja, die sind schon ganz gut, ne? Die Dingsels hier. Das wäre dasselbe. Ja, doch, sind doch Samen. Man weiß es nicht, was hier passiert, gell? Warte mal. Wir sind nicht ganz voll, was Energie betrifft, aber wir sind auch noch nicht so weit, als dass ich jetzt... Wir haben jetzt 3 Medikits mit. Das sollte doch reichen, oder? So, scheiß Larve. Hau ab! Bist du blöd? Nochmal schön dagegen gedonnert, du sollst sterben! So, ich hoffe, der Rolf wird jetzt hier in Ruhe gelassen. Ich könnte natürlich die Brennstäbe rausnehmen. Dann können die sich hier dran packen, wie sie wollen. Energie gibt's eh nicht. Weiß ich halt nicht. Naja gut, wir gehen jetzt mal darüber. Weiß nicht, wo der Lutz ist. Er wird hier wahrscheinlich irgendwo rumkräuschen und fleuchen. Aber das soll uns nicht stören. Es erinnert mich hier voll an Herr der Ringe und den Schicksalsberg am Ende. Euch nicht? Da ist die Höhle noch, perfekt. Ah, sehr gut, Freunde. Auf geht's. Ein neues Abenteuer. Ich sehe einfach nur ganz kurz. Wieso bin ich eigentlich nicht mit dem... Ich bin dumm. Ich muss nochmal zurück. Ich gehe doch nicht so da rein. Wir gehen mit dem Klabauterfritzen da rein, logischerweise. Krebs. Habt euch wahrscheinlich jetzt auch gedacht, ey Brilli, was machst du denn da? Ja, sorry. Ich bin ganz auf der Höhe. Ja, vielleicht fragt ihr euch auch, warum parke ich Rolf 4? Naja, ich habe halt keinen Bock, den mittendrin zu parken und dann ist er weg. Weil er einfach von dem einen Viech zermöppt wurde. Ich auch hier Licht aus. Ne? Gut.
Also, eigentlich müssten wir jetzt Energie bekommen. Wir haben jetzt eh 100%, wenn wir auf heißem Terrain sind. Und wir können jetzt auch 1700 Meter tief. Alter, hier geht's ja auch nochmal runter, sehe ich gerade, ne? Das hat man gesagt, wir brauchen Rubine. Wir brauchen Rubine und Kupfer, ne? Das sieht jetzt hier nicht sehr rubinig aus. Nee, aber warum bin ich jetzt hier unten? Das macht keinen Sinn. Wir wollten ja die erstmal die Höhle jetzt machen. Vielleicht gehen wir später hier runter. Nicht immer erst das und dann das. Das bringt uns alle nicht weiter. Man hört ihn auf jeden Fall da rumfuhrwerken. Er Lutzo, aber... So. Okay. Auf ein neues. Das war's schon. Komm nicht mehr weiter. Festgepackt. Plopp. Aber wir sehen, ja, wir sehen gerade erstmal, dass ich auf jeden Fall kurz mal reparieren könnte. So, wir sehen, der hat 100 Energie. Vielleicht ist es hier so warm, dass wir jetzt gar keine Energie verlieren. Hier ist wieder so ein Ei. Lassen wir mal hier. Könnte von denen sein, ne? So ein Ei. Von diesen Lava-Rochen-Viechern. Da gibt es wahrscheinlich auch wieder mehrere Gänge und so. Oh wei, oh wei. Granit. Ich weiß gar nicht, ob ich in die Lava da springen kann und ob ich dann Damage kriege oder was. Keine Ahnung. Die war doch eben gerade irgendwo da. Give it to me, baby. Und da. Da geht's weiter. Kann man das nicht auch hier einsammeln irgendwie? Ach Gott, wieder so eine Struktur hier, ey. Ja, diese komischen Alien-Strukturen. Ich weiß jetzt nicht. Muss auch erstmal einen Eingang finden, ne? Über uns ist schon zu, oder? Schon. Nicht, dass hier Monsieur Lutz plötzlich ankommt. Ja, keine Ahnung, ey. Irgendwo reingeht.
Ich will doch noch nicht da komplett runter. Ja, müssen wir anders machen. Ich muss den Krebs hier abstellen und dann müssen wir schwimmen. Vielleicht holen wir den Krebs nach, wenn wir wissen, wo der Vorsprung ist. Wo es reingeht. Wenn es hier überhaupt reingeht, irgendwie. Sieht irgendwie relativ close aus. Ja, warte mal, was ist da? Kann ich aber jetzt auch nichts machen. Das sieht halt so aus, wie als würde ich da irgendwie eine... Was machen wir? Ja, nicht, besser nicht. Ja, Freunde. Das. Irgendwelche komischen Geräusche hört man. Da! Ah, Gott, so lange gesucht. Okay, dann gehen wir da am Krebs rein. Wo ist er? Ah! Ich glaube, wir könnten mal uns nochmal hier ein bisschen was genehmigen. Ich durch? Ich weiß das nicht. Ja. Ist das jetzt hier unter Wasser eigentlich? Okay, wir sind wieder in so einem komischen Alien-Ding. Wobei, man braucht keinen O2, also ist nicht unter Wasser, ne? Ja, ich habe so eine Karte, habe ich mit. Die kennen wir aber noch nicht, oder? Hallo? I can see you. Can I scan you? Oh, Scanner klappt. Fremder Roboter. Toll. Das hätte ich auch ohne Scan hingekriegt. Greift er mich an? Die scheinen, ich nehme mal den Krebs mit, scheinen jetzt nicht unbedingt böse zu sein. Ach, guck mal, hier kann ich abbauen, ne? Wenn wir schon mal hier sind. Würfel und Diamanten, glaube ich, ne? Sind, braucht man für diese Karten. Nur falls wir noch mehr brauchen, irgendwie. Soll noch Diamanten suchen. Was ist das denn hier? Geht runter, geht hoch, ja, was entscheide ich da mal?
Man weiß es nicht. Guck mal, der Krebs, was ist mit ihm los? Welcome aboard, Captain. Ganz traurig hockte er da. Warte mal, da ist irgendwie. Ich guck mich hier mal erstmal um. Der Krebs, der hockt da so. Ah, hier. Tafel, siehste. Haben wir zum Glück mit. Eine. Zwei Eingänge und wir haben den nicht gesehen. Das ist krass, wir sind richtig blind. Oh komm ey, das kleine Stückchen gibt mir Damage. Ja, bevor ich jetzt oben aufmache, gucke ich erstmal, was hier noch kommt. Das ist hier ist nämlich noch mehr. Ah, hätten wir doch die zweite auch mitgenommen. Wir Hansels. Integrating new PDA data. Machen wir erstmal oben auf. Na guck mal, jetzt steht er wieder. Hier ist auch noch ein Raum. Ja, wenn wir Ionenwürfel haben. That looks like a portal. Aber ich weiß nicht wohin. Lassen wir erstmal. Was ist das hier? So, setzen wir eine Tafel ein. Blaue Tafel. New Blueprint acquired. Okay. Gibt es auch noch blaue Tafeln? Da, blaue Tafel mit Ionenwürfel und Cyanid. Das ist teuer. Das ist teuer. Ja. So gerade die Frage, gehe ich jetzt zurück und hol die andere Tafel oder machen wir hier, gehen wir hier mal durch. Ich hoffe, dass ich zurückkomme. Gecheckt. Okay, ich bin nur noch 90 Meter tief. In welchem Raum sind wir hier? Hier waren wir auf jeden Fall schon, glaube ich. Naja, hier waren wir. Das ist da irgendwo, aber da will ich jetzt nicht hin. Aber ist doch gut zu wissen, dass wir hier ein Portal haben. Wenn das irgendwas bringt, keine Ahnung. I doubt it. Das ist doch cool. Portal. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal zurück und holen die andere Tafel. Ich glaube sogar, dass wir
Cyanid und Uran, oder dieses andere Zeug haben wir ja. Können wir auch noch blaue Tafel bauen, falls wir die auch noch brauchen. Jetzt ist nur die Frage, wo sind wir hergekommen? Ich glaube von da dann, ne? Mich gerade. Aus meinem Krebsanzug rausgedödelt? Was war hier nicht richtig? Tja, Leute, ich weiß gerade nicht mehr, wo die. Schon mal hier sind. Freunde. Hey, das war aber nicht die Höhle, oder? Zurück. Das ist ein anderer Eingang hier. Bin ich sicher. Aber macht ja nichts. Nur entgegengesetzt die Richtung. Aber das ist uns doch egal. So. Zurück zu Rolfus. Ach, guck mal. Lutz. Moin. Also Roger bei dir. Roger, Roger. Oh, eine Zippe. Ja, beruhig dich. Beruhige dich! Sehr gut. Okay. Warte mal, Licht an. So, machen wir uns mal gerade voll. Okay, jetzt habe ich natürlich. So, doch, haben wir. Ich wollte gerade sagen.
Haben wir doch hier drin, oder? Ja. So, blaue Tafel. Bauer 2. Bauer 2. Oder 3, wir haben es doch. Schön 3 blaue Tafeln hier mal reinklatscht. So. Ach, jetzt haben wir 4 blaue Tafeln sogar. Eieieiei, was ist mit so vielen blauen Tafeln? Naja, egal. Wir packen das da mal hier rein. Nehmen wir noch die andere Tafel. Ich weiß halt nicht, ob wir die lilanen Tafeln oder violetten Tafeln, ob wir die auch an dieselben Stellen einsetzen können oder ob, weiß ich nicht. So, was haben wir da eigentlich noch runtergeladen? Hier Daten aus den Konsolen, Daten aus den Scans, fremder Roboter, ja. Wie soll ich den denn bewegungsunfähig machen? Ich konnte den nicht mal angreifen. Und dann haben wir hier noch irgendwas über Fossilien. Daten über Fossilien aus dem Vulkangestein, das beim Bau des fremden Kraftwerks abgetragen wurde. Eine Reihe von Entwicklungsrichtungen konnten ausgewertet werden. Genetische Abweichungen. Bla bla bla. Massensterben, 1000 Jahre. Ja, ist alles. Gut, da würde ich sagen. Voll, wir haben alles, was wir brauchen. Tafeln ohne Ende dabei. Gehen wir nochmal dahin. Beziehungsweise gehen wir nochmal dahin in der nächsten Folge, liebe Leute. Denn die ist jetzt erstmal vorbei. Ich sage tschüss, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Euer Brilli und passt auf euch auf.